Hallo und herzlich willkommen zu The Bard's Tale Teil 1 Unknown Tales. Upsala. Ich habe mir gerade den Ton ausgemacht, deswegen. Habt ihr nicht mitbekommen, ich weiß, aber ich habe tatsächlich keinen Ton gehabt. So. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute versuchen wir den Samurai zu besiegen und damit in den ersten Dungeon zu kommen. Bevor wir das allerdings machen, möchte ich ganz gerne noch ein Mitglied zur Party adden. Ja, wir haben jetzt nur den Ragnarok und den Alien von meiner eigentlichen Party. Ich würde die ganz gerne wieder herrichten und dazu brauche ich die Xenia auch. Die ist aber tot im Moment. Und nein, das wollte ich doch alles nicht. Ach Gott, so ist das, wenn man verschiedene Sachen gleichzeitig spielt. So geht's. Nein, so geht's nicht. So geht's. So. Sorry. Ah, so. Also, wir rennen ein bisschen hier durch Scarabre. Ja, ihr müsst entschuldigen. Ich habe erst Frostpunk gezockt. Dann habe ich jetzt gerade noch eine. Was habe ich denn gerade noch aufgenommen? Frostpunk, genau. Erstmal Frostpunk. Dann jetzt nehme ich Bard's Tale auf. Hier ist der Samurai. Ich hab Angst. Und jetzt könnte es sein, dass wir eventuell sterben. Aber dann ist das eben so. Dann müssen wir neu starten, Leute. Ihr wisst das, ne? Aber wir ticken. Death and drag you curse, as you see, one Samurai. Der ist ziemlich stark. Der macht richtig Aua. Okay, also Ragnarok. Angreifen, Brian. Angreifen und Alien auch angreifen. Du versteckst dich und dann cast a spell. Wie fit sind wir überhaupt alle? Überhaupt nicht, das ist schön. Wir machen erstmal einen Quickie, Quick Fix auf Sir Brady. Und der Merlin. Oh Gott, ich habe ja fast keine Spellpoints mehr. Ich hätte die erstmal aufladen sollen, ne? Also, naja. Wir machen Arc Fire. Ja, ich glaube, wir machen Arc Fire. Zweimal können wir ja auf den Samurai. Mal gucken, ob das irgendeine Wirkung hat. Sir Grady trifft mich. Brian. Ach du Liebe. 13 Schaden. Oh, der ist weg. Der ist weg. Aber 13 Schaden. 13 Schaden mit einem einzigen Schlag. Ich wusste nicht, dass. Aber wir kriegen 170 Punkte. Ja, jetzt kann ich mich auch erinnern. Ich habe, glaube ich, damals, als ich. Als ich Bard's Tale gespielt habe. Den guten Samurai mehrmals weggesetzt. Was habe ich da? Habe ich das jetzt gesagt? Oh, weggehauen. Ich wollte den sagen, weggehauen. Entschuldigt bitte. Ja. Hier ist übrigens die Taverne. Komme ich hier raus? Ja. Schön gemacht mit dem Tor. Sehr schön gemacht. Hier rein. Wir haben hier den Traveler. Order a drink. Und jetzt haben wir nämlich hier, ist egal wer, Wein. Und sobald wir den Wein uns schnappen, kommen wir in den ersten Dungeon. Wir gehen da rein, keine Sorge. Ich möchte nur ganz gerne vorher einmal. War hier nicht irgendwo auf dem Tempel, wenn mich nicht alles täuscht? Nee, war nicht, ne? Nee, war nicht. Schade. Sehr, sehr schade. Ich hoffe, wir müssen uns gleich wieder bekämpfen. War das nicht? Ja, ja, ach wie schön, 283 haben wir. Die Xenia können wir ja nicht heilen, ne? Nein, das geht nicht, aber was ist mit Ragnarok? Ja, das machen wir einmal. So, und dann haben wir... Wen könnten wir denn noch heilen? Warte mal. Huni, achso, der zeigt nur die an, die überhaupt geheilt werden müssen. Okay. Brian, was hat der? 60? Ja, machen wir auch. Nein. 73 haben wir noch. Da haben wir. Hier sind es 8, da sind es auch 8. Die sind auf volle Pulle, da sind es 6.
Dann kriegt der Sir Grady, weil der einfach schlicht und ergreifend. Do you wish to pay? Ja, natürlich. Jo. Dann lass mal raus. Und dann noch eins. Da geht's los. Und hier war. Ich wollte mal eben was schauen. Und zwar Xenia. Die hat alles. Oder? Nee, die hat gar nichts. Die hat überhaupt nichts. Okay, ja, das wollte ich dann noch wissen. Die können das beide nicht tragen. Ja, alles gut. Alles gut, alles gut. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Zack. Ein zu weit. So. Wir ordern einen Drink. Und zwar, ja, wäre es eigentlich egal. Wir möchten gerne Wein. The keeper says, go down to the cellar and pick out a bottle. Ja, wir sollen in den Keller gehen und uns selber eine Flasche holen. Das machen wir. Wir sind im Weinkeller. Oh. Oh. Hat der nicht? Nee, hat der? Hat der? Hat der? Die Musik. Oh. Früher gab es keine Musik im Hintergrund. Also Geräusche oder so gab es nicht. Gab es alles nicht. Nein. Dann müssen wir. Spellist. Ja. Einmal Licht anmachen. So sieht es im Dungeon aus. Das ist cool gemacht mit dem flackernden Licht. Hier haben wir einen Kompass, der aber völlig disorientiert ist, der also nicht weiß, wo es so lang geht, so wirklich. Ich hoffe nicht, dass wir teleportiert werden. Ich meine, this is the wine cellar of Scarlet Bard. Yes, musty with old wine. Also die Luft riecht nach altem Wein. Bin mal gespannt. Ach du Scheiße, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Run away, run away, run away, run away. Ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig bin. Nein, ich bin nicht richtig, oder? Ich habe mich verlaufen. Wir müssen gleich zu den. Okay, Attack die Magier. Attack die Magier. Mach mal einen Song. Der kann ja keinen Song. Der kann überhaupt nicht. Scheiße. Ja, Attack mal den Magier. Obwohl die ja. Die drücken ja eh vor, ne? Die werden vorrücken. Du rückst den und dann Attack auch mal ein Magier. Cast a Spell. Air Armor. Der damit schützt er zumindest sich selber. Und Cast a Spell. Arcfire auf die auf die Magier. Yes. Sir Brian macht den Magier weg. Oma schützt sich. Hobbit kommen vor. Merlin macht den Magier. Die Magier sind schon mal weg, das ist wichtig.
Was haben wir hier? Fünf Gnome und ein Hobbit. Gnome sind nicht zu unterschätzen. Attack. Zack. Attack. Zack. Attack. Attack. Cast a spell. Quick fix auf Alien und Cast a spell. Mach mal ein Feuerchen, ein arktisches Feuer auf die Gnome. 2 Punkte. Toll, Gnome. Verpasst uns. 3 Punkte. Nochmal 3. Gut, dass sich das alles verteilt. 3. Ja, einer weg. Ne? Und Schaden. Ja, wir fighten weiter. Attack. Ja. Attack. Du versuchst dich mal an den Hobbit. Du auf die Gnome. Du kannst einmal noch mal Quick Fix machen auf Ragnarok. Und ja, du kannst eben erstmal gar nichts machen. Aua. Aua. Einer weniger. Boah, die machen aber richtig Aua, ne? Attack, Attack. Auch hier drauf. Hat er jetzt schon Schaden genommen? Ich meine ja, ne? Quick Fix. Die Ragnarok. Wunderbar, weg. Autsch. Ja, aber auch weg, sehr gut. Erholt. Hobbit trifft nicht. Ryan macht ihn weg. Alle weg. Ich glaube, ja. Ach du liebes bisschen, die Geschichte gab es ja auch noch. Ja, Examen. Alle finden nichts, was überhaupt nichts heißt. Ich öffne sie. Unser Dieb. 234 Gold und 111 Punkte. Yes. Oh, ich habe Angst. Leute. Oh nee, ich muss erstmal. Ja, das war also der erste Kampf in Grungeon. Ihr merkt, die sind jetzt ein bisschen stärker, ne? Boah, Himmel. Aber wir können leider nicht mal in Town. Ach, immer wieder renne ich zu weit. Moment mal. Ach so, ja. Ui, dann mal eben, was haben wir denn hier? 2 Speere und die lederne Armor. Dann
Das verkaufen, das verkaufen, das verkaufen. 429, okay. Dann. Exit. Ja, die einzige Chance, die wir haben, ist... Hier, nee, wird das jetzt gespeichert? Weiß ich gar nicht. Wir können jetzt tatsächlich wirklich nur, also wenn man zwischenspeichern möchte, tatsächlich nur quitten, das Spiel verlassen und dann müssen wir neu starten. Ja, das ist die alte Version. Also so, wie man es heute kennt, mal eben abspeichern, Kampf machen und dann schauen wir mal weiter, ist nicht. Ja? Ja, ich würde sagen, ja, ich wollte mal eben gucken wegen den Leveln. Der, oh, er kann leveln. Ragnarok kann aufleveln. Boah, guck dir das mal an, der kann auch bald schon aufleveln, der Brian. Ich möchte aber die Xenia gerne wiederbeleben. Jetzt muss ich überlegen, wie war das? Einmal hier. Ja, ich habe meine Karte noch nicht rausgekramt. Genau, hier war das. Da kann man nur auf. War das hier? Nee. Leute, ach, das Advanced Board ist ja hier links irgendwo, ne? Gucken. Da ist die Dings. Vier Magier. Nee, die eigentlich möchten wir die nicht. Nee, das ist. Das war sie nicht. Das war sie. So, der Ragnarok. Ui, geht also direkt. Sehr schön. 5 Hitpoints und einmal Luck. Brian the Fist kann nicht. Okay. Alien braucht noch 449. Severity 227. Oma und Merlin. Okay. Ja, was haben wir denn jetzt hier? Warte mal. Zack. 5 Luck und 5 Hitpoints. Und Luck ist hochgegangen. Sehr schön. Wunderbar. Luck bedeutet mehr Kohle und vor allem, er kann als erster zuschlagen. Und natürlich bessere Abwehr. Also hat eigentlich nur Vorteile. Ich würde sagen. Wir gehen noch mal in den. Ne? Wir kennen es ja schon. Und wir gehen jetzt noch mal in den Keller. Und. Ach, wir müssen ja. Wir müssen noch Spells kaufen vorher. Beziehungsweise. Wir müssen vorher. Was haben wir hier? Mage Flame. Nehmen wir mal an. Die magische Flamme. Die gibt es übrigens auch, nein, die gibt es in verschiedenen Varianten, diese Flammen. Also die ist jetzt, wie ihr seht, genau ein Schritt weit, 10 Feet. Die gehen bis zu, ich glaube, 70 Feet, ich glaube, oder waren es 50? Ich weiß es nicht mehr. Weit kommt man also mit den Flammen. Da kann man also schon richtig schön was ausleuchten. Jetzt natürlich am Anfang mit diesen paar Dingern, die wir hier haben, nicht so weit. Soll ich hier reingehen? 6 Hobbits und 3 Nomaden. Ach, fuck dich doch. Mann, ist doch nicht wahr, ey. Mann, jetzt müssen wir die auch noch bekämpfen. Oh, Mann. Können wir? Ja, wir können einmal Quick Fix machen und das dann auf Brian, ne? Würde ich sagen, ja. Obwohl der hat 18. Wollen wir lieber Sir Grady nehmen? Wir nehmen lieber Sir Grady. Und
Ja, wenn es jetzt nur die Hobbits wären, würde ich ja sagen, kein Problem. Aber die Nomaden machen echt viel Aua. Deswegen würde ich ja eigentlich gerne fliehen, aber das geht ja nicht. Da musst du auf die Nomaden. Brian muss auch auf die Nomaden. Alien auf die Hobbits. Auch auf die Hobbits. Wir haben nur zwei Punkte jeweils. Da können wir gar nichts machen. Wir können nur verteidigen. Verteidigen. Los geht's. Die machen so viel Aua. 8 Punkte. 8 Punkte. Ich habe Gott sei Dank nicht getroffen. Ein Nomade ist weg. Wir sind gleich schon wieder im Arsch. Ich würde ja ganz gerne weitermachen. Wir werden sterben. Komm, scheiß drauf. Wir müssen Erfahrung sammeln, ne? Und ein bisschen Spaß muss sein. So, du greifst einen Nomaden an. Du greifst auch einen Nomaden an. Du greifst einen Hobbit an. Du greifst einen Hobbit an. Der kann leider nichts außer verteidigen. Der auch nicht. Der kann auch noch verteidigen. Sag mal, Leute. Einer weg. Aua. Aua. Oh, no damage. Das ist schon mal gut. Bei denen nicht getroffen. Na, ist ja klar. Einer muss ja treffen. Einer weniger. Oh, ich bin total. Das sind Kämpfe, ha? Ja. Ragnarok auf den Nomaden. Brian auf den Nomaden. Du auf den Hobbit. Du auf den Hobbit. Ja, und hier kennen wir es ja schon. Verteidigung. Boah, ach du liebes bisschen. Jetzt wäre schön. Ja, weg. Jawoll. Jawoll. Ja. Ich glaube, ja, aber es ist immer noch ein Nomade ist noch da. Gut, angreifen, angreifen. Defense. Und angreifen. Defend, defend. Yes. Ja. Oh, wir haben es geschafft. Examine. Nothing, nothing, nothing. Ja, wie gesagt, heißt nichts. Wir können gleich auch alle tot sein. Aber hat geklappt. Oh, 360. Und Pfeile. Einen Bogen. Nein, Arrows sind Pfeile, jawohl. Gut, wir gehen aber wieder zurück. Na, weil das reicht. Boah. Das reicht auf jeden Fall. Das war verdammt eng, Alter. Meine Herren. Exit. Oh, wo waren das jetzt nochmal? Hier. Ui, wir haben 792. Können wir erstmal den Brian? Ja, Brian darf erstmal geheilt werden. Alien darf geheilt werden. Dann auf jeden Fall die Xenia. Für Xenia reicht es dann sonst nicht mehr. Schade. Dann nehmen wir noch für Ragnarok. Ja. Na? Sehr schön. Ups. Jetzt müssen wir natürlich die Xenia auch noch Hitpoint-technisch heilen. Aber. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch bis hierhin. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir waren das erste, zweimal sogar im ersten Dungeon. Und zwei geile Kämpfer überlebt. Wie, weiß ich nicht, aber wir haben sie überlebt. Macht's gut bis dahin erstmal. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da und.
Wir sehen uns. Tschüss.